Die Gemeinde, ich begrüße Sie heute Morgen zu unserem Gottesdienst. Ich glaube, Sie haben die Regeln alle in sich aufgenommen und sehen sie auch angezeichnet, auch für die Kommunion, wenn sie dann vorkommen. Die Tische sind bereitet für die Austeilung der Kommunion. Sie halten, soweit es geht, die Hand hin und gehen dann den Pfeilen entsprechend den Weg wieder zurück. Wir warten auch bis Band für Band, zuerst der Block, dann der und dann die beiden nach vorne kommen zur Kommunion. So müsste es gut gehen, immer auf die Abstände achten und sich nicht zu nahe kommen. Das ist die Grundregel bei allem. Ansonsten feiern wir Gottesdienst, wie wir es nicht mehr gewohnt sind, sondern jetzt unter anderen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Wir sind froh, dass wir wieder zusammenkommen können, wenn auch nicht alle da sind, die sonst nach St. Paulus in die Kirche kommen. Manche bleiben vorsichtig und das ist auch gut. Wir gehen Schritt für Schritt den Weg in diese Zeit mit Corona. Es ist eigenartig, wenn man sich anmelden muss zum Gottesdienst, wenn Hygienevorschriften zu beachten sind. Es wird sicher eine gute Zeit noch so sein. Und es ist angemessen. Ich habe es im weiteren Kreis der Angehörigen mitbekommen. An einem Tag war Corona dann in der Familie zu Hause, von der Arbeit mitgebracht. Über nicht lange Zeit, sondern von morgens bis zum Abend waren drei in der Familie krank. Eine schlimme Krankheit, die noch niemand kennt, auch die Ärzte nicht und auch nicht die Wissenschaftler. Wir müssen achtsam bleiben. Und es wird geforscht und es werden Erfahrungen gesammelt. Erst jetzt, was diese neue Krankheit für uns Menschen bedeutet. Den ersten Teil davon haben wir jetzt die letzten 8 Wochen erlebt. Shutdown, Lockdown, wie immer das genannt wurde. Ich frage schon auch, was will Gott damit uns zeigen? Wo bleibt er in diesen Wochen und Tagen? Keine Gottesdienste stattfinden konnten und das Osterfest nicht in den Kirchen gefeiert wurde, sondern wenn, dann zu Hause, einzeln in der Familie, je für sich. Gott, was zeigst du mir durch diese Zeit, in dieser Welt heute, in meinem Leben? Ich frage ihn, diskutiere mit ihm. Manchmal werfe ich ihm auch was vor. Antworten von ihm habe ich bis jetzt noch keine. Ich bin noch auf der Suche, am Fragen, am Nachdenken, am Überlegen und Diskutieren. Im Kirchengemeinderat haben wir das auch schon angefangen, wieder neu zu suchen, nachdem Gott ihr Leben schenkt. Beginnen wir jetzt unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Rufen wir zu ihm, nachdem wir fragen und suchen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
erbarme sich unser, der gute und treue Gott. Er nehme von uns Sünde und Schuld und schenke uns die Fülle des Lebens. Amen. Ein Gebet von Teresa von Avila im 16. Jahrhundert. Nichts soll dich verwirren, nichts soll dich beirren, alles vergeht. Gott wird sich stets gleichen, Geduld kann erreichen, was nicht verweht. Wer Gott kann erwählen, nichts wird solchem fehlen, Gott nur besteht. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde, spielt zum Ruhm seines Namens, verherrlicht ihn mit Lobpreis. Sag zu Gott, wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten. Vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. Lobet dem Herrn alle Lande. Halleluja, preist unseren Gott. Alle Welt bitte dich an und singe dein Lob. Sie Lob singe deinem Namen. Kommt und seht die Taten Gottes. Staunenswert ist sein Tun an den Menschen. Lobet dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert,
über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer mich liebt, hält fest an mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm wohnen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, so langsam und mühsam beginnen wir in dieser veränderten Welt, in dieser Zeit mit Corona, uns wieder auf den Weg zu machen. Man hat noch kein richtiges Wort gefunden für diese neue Situation, auch nicht für die 8 Wochen, die jetzt schon hinter uns liegen. Shutdown, Lockdown, was immer das bedeutet. Alles herunterfahren. Keine Schule, kein Kindergarten. Nicht mehr zur Arbeit können.
auch beim Einkaufen nur die nötigsten Besorgungen. Keine Begegnungen, keine Treffen. Eigentlich ist das ein Zustand von Menschen, die krank sind. Nicht, weil sie es wollen. Das geht dann gar nicht anders. Wenn ich schon krank war, auch nur etwas, die Müdigkeit nimmt zu, die Schwäche, und es geht gar nicht anders, als herunterzufahren. Der Körper braucht es und auch die Seele. Bei allem, was Ärzte in der Krankheit verordnen können oder tun können, der Kranke ist wie gelähmt. Unser Miteinander, unsere Gesellschaft ist wie krank geworden. Kein Umtrieb mehr, keine Hektik möglich, alles viel langsamer und mühsamer. Ich meine, das ist eine Krankheit, die nicht nur einen Menschen getroffen hat, sondern unser Miteinander, unsere Gesellschaft. Lockdown, Shutdown, vielleicht zu harmlos. Eine Krankheit hat uns erreicht, hat uns im Griff. Wenn wir jetzt nach 8 Wochen als Gesellschaft vielleicht wieder uns etwas gesünder fühlen, dann sind wir dennoch nicht geheilt. Wie bei einer körperlichen oder seelischen Krankheit kommt die Zeit der Rehabilitation, der Wiederangewöhnung in das alltägliche Leben oder im beruflichen die Wiedereingliederung, eine Kur, das Leben wieder neu lernen, Schritt für Schritt. Wohl ist das jetzt auch für unser Miteinander angesagt. Wieder anfangen, in kleinen Schritten, soweit die Kräfte reichen und sie auch nicht überfordern. Wenn bei der Wiedereingliederung Schwierigkeiten auftauchen, muss man einen Schritt zurückgehen. Nichts anderes ist dann möglich. Wer das nicht beachtet, läuft noch mehr Gefahr, wieder in die Stärke der Krankheit zurückzufallen. Eine Zeit der Rehabilitation, der Wiedereingliederung, wieder anzufangen, Schritt für Schritt, das Leben, das Miteinander zu üben, weil das notwendig ist, weil es eben nicht schneller geht und nicht erzwungen werden kann. Auch das gilt für unser Miteinander, für unsere Gemeinschaften, für unsere Gesellschaft, für uns als Gemeinde und auch als Kirche. Das heißt konkret, wir müssen aufeinander achten, nicht nur die Schnellen bestimmen, sondern vielleicht da und dort richtigerweise diejenigen, die langsamer und mühsamer unterwegs sind. Man hat gesagt, dass wir in der Corona-Zeit ein neues Miteinander, eine neue Fürsorge, einen Blick für den Nachbarn gelernt haben. Der soll jetzt nicht verloren gehen. Aufeinander zu achten und da und dort dürfen und müssen die langsameren,
Schwächeren, die Kranken, das Tempo bestimmen. Aufeinander zu achten. Wer hat Angst? Wer fürchtet sich vor dem, was immer noch unter uns ist? Es ist zu spüren, dass wir einander anders anschauen. Handy-Apps sollen helfen, dass ich merke, ob der andere, die andere infiziert ist. Auch ohne Apps und ohne Handy ist dieser Blick in mir. Wie weit kommt mir der Nächste nahe? Sollte ich nicht besser ihm aus dem Weg gehen? Beim Einkaufen, auf der Straße oder wo auch immer. Ängste sind unter uns und bestimmen unser Verhalten, ob wir wollen oder nicht. Und auch die Hoffnungen, die wir haben. Manche, die sagen, jetzt geht es wieder aufwärts. Jetzt gilt es, alles daran zu setzen, dass die Wirtschaft nicht vollends zusammenbricht. Unser Miteinander nicht noch mehr leidet. Dafür wollen wir jetzt etwas tun, Schritte gehen. Auch Sie haben recht, das ist notwendig. Auch der Kranke will nicht ewig im Krankenhaus bleiben. Er möchte wieder auf die Beine kommen und nach vorne schauen. Aber auch die Mutigen spüren, dass sie dann manchmal alleine sind und vielleicht da und dort sogar schräg angeschaut werden. Es geht nicht darum, wer Recht hat, mehr oder weniger. In dieser Situation aufeinander achten, sich gegenseitig wahr und ernst nehmen. Menschen mit Hoffnungen, mit Ängsten und Befürchtungen, mit Sorgen und Nöten. So werden wir vor 50 Jahren schon im Konzil beschrieben. So sind wir unterwegs. Im Glauben haben wir die Gewissheit. Gott geht mit. Ich bin bei euch. Ich bin in euch. Gott selbst ist in mir, ist in euch, sagt Jesus im Evangelium. Er setzt sich nicht ab. Er, der Auferstandene, schenkt Lebenswege, öffnet Türen in dieser Zeit. Darauf vertraue ich und darum bete ich. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
Wir antworten jeweils gemeinsam, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus spricht uns den Geist der Wahrheit und der Liebe zu. Wir beten zu Gott mit den Nöten unserer Tage. Wir beten für alle verunsicherten Menschen. Wir denken an jene, die in diesen Tagen nach einfachen Wahrheiten suchen und die sich von wirren Ansichten und falschen Nachrichten in die Irre führen lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die alle, die vor ihrer Zukunft Angst haben, für die vielen in Kurzarbeit und alle, die arbeitslos geworden sind, für Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihre Betriebe aufgeben müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in den Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen für das Wohlbefinden Menschen einsetzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Verantwortlichen in unserem Land, in unserer Stadt und in unserer Kirchengemeinde. Schenk ihnen und erfülle sie mit dem Heiligen Geist der Weisheit und des Rates und der Kraft. Amen. Wir beten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Gemeinde und für alle, die jetzt wieder in der Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Wir beten für alle, die zu Hause sind und dort beten. Wir beten dich, erhöre uns. Wir beten an die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Für alle, die sich jetzt an einen neuen Schulantrag gewöhnen. Für die Kinder, die weiterhin zu Hause bleiben müssen. Und für ihre Eltern, die sie betreuen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um deinen Beistand für alle Kranken und um das ewige Leben für unsere Verstorbenen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Rette für am Ende des Gottesdienstes den Ausgangsstand.
achte auf uns Menschen, auf unser Suchen und Fragen, auf unsere Gebete, die zu dir aufsteigen. Und nimm unsere Gaben an. Befreie uns durch deine Gnade, damit wir in der Lage sind, das Sakrament deiner großen Liebe in uns aufzunehmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Dann lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und so kommen wir zu dir und bitten dich. Sende deinen Geist auf uns und auf diese Gaben herab und heilige sie, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte lebendig ist. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Er brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, er dankte dir wiederum und reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir,
dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und führe dein Volk auf dem Weg der Liebe und des Friedens. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche und zum Heil der Menschen beauftragt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten dich besonders auch für alle Verstorbenen in dieser Zeit des Coronavirus. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben geschenkt wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, deinen Aposteln, dem heiligen Paulus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anfang der Welt an. Führe uns zu dem großen Tag, an dem wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Auferstandene Herr, hat uns die Hoffnung und das Vertrauen auf Gott geschenkt. Und so beten wir, wie er uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Am Ostermorgen trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und schenkte ihnen und damit uns alle den Osterfrieden. Wir beten. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, du kennst die Not unserer Welt, das Leiden vieler Menschen. Du weißt um Unfriede, Gewalt und Unrecht auf unserer Erde, um Streit in unserer Mitte. Schau auf uns und auf alle Menschen und schenke uns deinen Frieden. Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit eurem Geist. Solange sie sich nicht ganz schön anstellen. Lang wird es. Du nimmst dich in Recht, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lang wird es. Du nimmst dich in Recht, die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lang wird es. Du nimmst dich in Recht, die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Sei Christus, dein Sohn.
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Herz, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heiligen Speise, damit das österliche Leben in uns reiche Frucht bringt. So bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Vielen Dank, dass Sie heute hier in der Kirche und die ganze letzte Zeit zu Hause und manche auch jetzt an diesem Sonntag zu Hause den Glauben gepflegt und gelebt haben. Es ist
aufwendig und muss gut überlegt sein, und wir werden von Sonntag zu Sonntag jetzt Erfahrungen sammeln, wie wir Gottesdienste feiern können. Ich hoffe, Sie waren heute innerlich so dabei, dass Sie sagen können, Gott war da und geht mit in die nächste Woche. Dieses Empfinden, diesen Glauben wünsche ich uns allen, die wir hier zusammen waren und die jetzt mit dran gedacht haben, dass wir hier sind, denen Sie einen Gruß mitnehmen, mit denen wir verbunden sind, dass Gott mitgeht in die kommende Woche. Am Donnerstag ist der Feiertag Christi Himmelfahrt. Hier in St. Paulus wird der ökumenische Gottesdienst stattfinden, so wie immer zum Himmelfahrtsfest um 10 Uhr. Auch dazu wird man sich anmelden dürfen, wie wir das jetzt einmal durchgemacht haben. Anrufen im Pfarrbüro oder den Anmeldezettel im Foyer mitnehmen und zum Gottesdienst mitbringen. Für jeden Gottesdienst beginnt das Anmeldeverfahren aufs Neue. Und dann am Sonntag, kommenden Sonntag, ist noch einmal wieder so. Einen neuen Anmeldezettel. Wir nehmen verschiedene Farben und oben steht es auch drauf, das Datum und die Uhrzeit vom Gottesdienst. Also ab morgen Nachmittag, wenn das dann im Pfarrbüro vorbereitet ist, können Sie im Foyer den Zettel holen oder anrufen. Soweit klar, das Anmeldeverfahren. Himmelfahrt 10 Uhr, ökumenischer Gottesdienst. In Zeiten von Corona, der erste ökumenische Gottesdienst in der Stadt Ludwigsburg. Und dann am Sonntag wieder um 11 Uhr und am Pfingsten auch um 11 Uhr. Wenn Sie andere Gottesdienstzeiten brauchen, Sie kennen die Liste, die hängt auch im Schaukasten. Samstagabend ist 18.30 Uhr in der Karweiingen der Gottesdienst, dann muss man sich halt dort anmelden, Pfarrbüro anrufen. Oder in der Weststadt gibt es auch einen Samstagabend-Gottesdienst, die anderen sind alle Sonntagvormittags. Hoheneck im Kloster ist sonntags um 11.30 Uhr kein Gottesdienst, aber in der Frühe schon um 7.30 Uhr. Auch dort kann man hingehen, auch unter der Woche. Alle Informationen bekommen Sie mit Paulus aktuell. Finden Sie noch keines ausgelegt. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt reinschreiben soll. Jetzt wissen Sie es auch schon und dann machen wir das noch schriftlich auf die nächste Zeit hin. Wir haben dann am Mittwoch Pastoralbesprechung, Pastoralteam, wo abgeglichen wird, was jetzt an diesem Sonntag wo wie voranging und welche nächsten Schritte wir daraus ableiten. Hier in St. Paulus kam diese Woche auch noch der rote Punkt an von der Stadtverwaltung. Er hängt im Schaukasten, ist ja nicht so beeindruckend, aber wichtig für eine Baustelle. Diese Tage schon wurde viel gearbeitet, ehrenamtlich, freiwillig, Leistung erbracht, die zu Buche schlägt. Alles, was man ausbauen konnte, manches mit großer Mühe, wurde entfernt, sodass die Handwerker dann bei Null beginnen können und nicht erst noch viel Vorarbeit leisten müssen. Die Handwerkerarbeiten sind am Donnerstag vergeben worden, sodass die jetzt beauftragt sind und demnächst hier, sobald sie die Zeit finden, beginnen können. Die erste Arbeit wird sein im Untergeschoss, wo die Kegelbahn war, eine Betonwand mindestens ein Stück weit zu entfernen, sodass dort der neue Jugendraum entsteht. Das muss herausgesägt werden und herausgetragen werden in Teilen dann. Damit beginnt's. Noch Kleinigkeiten, aber ich glaube, im Moment ist nichts mehr zu tun. Ja, also herzlichen Dank allen, die sich mit Tat, Kraft und Fleiß eingebracht haben. Der Herr Keicher ist der Kapo dieser Handwerker. Und wer einen Blick in die Baustelle werfen möchte, der kann sich an ihn wenden.
Man sieht das Gemeindezentrum im Rohbauzustand. Einen Blick, den sie nicht immer haben, sondern in Zukunft dann auch wieder anders sehen. Dann wünsche ich Ihnen allen einen guten und gesegneten Sonntag. Bitten wir um Gottes Segen für uns, die wir hier versammelt sind, und für alle, die mit uns verbunden sind, für alle, die zu uns gehören. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir hören dann noch ein Orgelstück. Der Gottesdienst wurde aufgezeichnet und kann im Internet angeschaut werden. Okay. Kopfnicken von oben. Wir versuchen auch das weiterzuentwickeln, dass möglichst viele am Gottesdienst teilnehmen können. Geht hin in Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Die Polizei würde jetzt noch sagen, beachten Sie die Corona-Regeln beim Ausgehen und auf dem Kirchplatz.